Die Geschichte ist eine Geschichte eines Schicksalsschlages. Abgesehen davon, dass es eine wahre Geschichte ist, ist es eine Geschichte, die sich um einen kompletten Neustart dreht von einer Frau, die in bester Ordnung war, mit einem funktionierenden Ehepartner und zwei wunderbaren Kindern. Hallo, der Lieblingsitaliener ist da. Hm? Aber dieses Jahr schaffe ich's. Stefan ist ein Sportjournalist, der seit 14 Jahren verheiratet ist, glücklich verheiratet ist, hat zwei tolle Kinder. Er darf einmal pro Jahr in Urlaub mit seinen Freunden, und das macht er auch, zum Skifahren. Bist du sauer, dass ich war? War ich letztes Jahr sauer? War ich die letzten 14 Jahre sauer? Nein. Eben. Und vergiss nicht, dass du keine 25 mehr bist. Von wegen. Fühl mal. Ich fühle jetzt nicht deine Beine. Fühl mal. Fühl mal, komm schon, fühl mal. Komm schon, fühl. Siehst du? Also, ich pass auf. Versprochen. Gut. Ich mag wahre Geschichten wahnsinnig gerne. Wenn es eine wahre Geschichte ist, heißt es, es kann uns allen passieren. Und das ist so in dem Fall. Wow! Die intensivsten Szenen war sicher in den Bergen. Und die Luft ist da sehr dünn. Die Standfotografin ist erstmal ohnmächtig geworden. Da merkt man, was der Berg sozusagen für eine Macht hat. Also wir hatten keine Chance. Innerhalb von Sekunden hat sich das Wetter gedreht. Man konnte die Hand vor seinen Augen nicht sehen, weil plötzlich eine Nebelwand am Start war. Ich weiß nicht, wie oft wir den Drehplan umschmeißen mussten, um diese Szenen überhaupt in den Kasten zu kriegen. Das war ein richtiges Abenteuer da oben. Ganz ehrlich war das für mich echt harter Tobak, in diesem Krankenhaus Pasquale zu sehen. Der hat das so unglaublich gespielt und ist da so reingegangen in diese Emotion und in diesen Zustand. Stefan, wo bist du? Wenn das ganze Team um mich herum gearbeitet hat und dann irgendwann immer so Sprüche kamen wie: Schläft er jetzt? Immer wenn sie das gesagt haben, dann wusste ich, ja, jetzt bist du richtig gut eingetunt. In unserem Film, in der wahren Geschichte, die hier erzählt wird, wacht mein Mann wieder auf. Danke. Danke. Aber er ist jemand anders. Mit mir ist da oben was passiert. Er wacht auf und wird sich langsam bewusst, dass er nicht mehr derselbe ist und muss damit umgehen. Und was ich halt spannend finde, ist, mit welcher Entschiedenheit, mit welchem Mut der das tut. Ich muss dir was sagen. Loslassen heißt, dass wir uns dem hingeben müssen, was geschieht. Es gibt keine andere Lösung. Und Luise lernt, an ihrem Schicksal zu wachsen und nicht daran zu zerbrechen. Ich würde sagen, es ist der wichtigste Film, den ich für mich persönlich als die Frau, die ich bin, gemacht habe.